lecker. Du brauchst wohl noch ein Lätzchen. Das ist gar nicht lustig. Der Pullover ist ganz neu. Es gibt bestimmt Ärger. Ach was, das waschen wir einfach raus. Bis heute Abend ist dein Pullover auch wieder trocken. So was Blödes. Wieso funktioniert denn das nicht? Weil Fett und Wasser sich nicht besonders mögen. Aber wir wollen doch bloß, dass der blöde Fleck verschwindet. Da wäre es doch sogar gut, wenn Wasser den Fettfleck nicht mag. Eigentlich schon, aber dafür braucht das Wasser noch ein bisschen Hilfe. Hier habt ihr etwas Waschmittel. Da sind Tenside drin. Tenside? Ja, Tenside. Schaut, das ist Chemie. Stellt euch die Textilfaser in starker Vergrößerung wie ein Netz vor, in das sich ein Fleck eingenistet hat. Darum schwimmen die Wassermoleküle, die versuchen, den Fleck zu bekämpfen. Wie ihr seht, wollen die Fettteilchen mit den Wasserteilchen nichts zu tun haben. Weil das Wasser also an den fettigen Schmutz gar nicht richtig herankommt, wird's auch nicht sauber. Tut man aber Tenside, welche in Waschmitteln enthalten sind, ins Wasser, löst sich das Fett. Weil die eine Seite der Tenside wasserliebend und die andere Seite fettliebend ist, entsteht eine Verbindung zwischen Wasser und Fett. So kann das Wasser mit Hilfe der Tenside das Fett entfernen. Alles sauber! Oh nein! Auch wenn ihr keinen Fleck auf eurem Pullover habt, lohnt sich ein Besuch in meinem Labor für Spannendes und Verblüffendes aus der Welt der Chemie. Euer Professor Proto.